Einen schönen guten Tag an alle. Ich befinde mich hier auf der archäologischen Lokalität Mokiewo, oberhalb von der Stadt Ludbreg. Und wir haben ja vor, heute hier zu übernachten, um mal den Ahnen zu gedenken und uns eine schöne Nacht zu machen am Lagerfeuer. Den ganzen Tag hat es geregnet, sogar Hagel fiel, was eigentlich außergewöhnlich ist für diese Jahreszeit. Und wie ihr seht, haben wir hinten hinter mir auch noch Regenwolken. Mal schauen, ob es uns besser sieht. Und es kann sein, dass wir noch alles Mögliche bis zum Morgen erleben werden. Ich habe schon einen Film drüber gedreht, über die Lokalität, aber auf Kroatisch. Es ist eine Keltenfestung aus der Hallstätter Kultur. Könnte auch eine Skythenfestung sein, die wurde später von den Römern übernommen. Und es ist jetzt hier alles wüst. Und es wird nicht als archäologische Lokalität bezeichnet, noch nicht irgendwie beschriftet, weil es angeblich keine ist. Und deshalb muss ich, meine Pflicht ist, dazu bringen, dass es eigentlich anerkannt wird. Deshalb auch mein Video, damit ihr seht, wie toll es hier oben ist. Und es ist eine Festung von über 10.000 Quadratmeter. Eines der größten Festungen in Europa, hat mein Kollege mal erzählt. Der war hier, der hat sich alles angeschaut, der hat sofort gesehen, dass es eine archäologische Lokalität ist und dass die Hügel künstlich angelegt wurden. Nun gut, ich gehe mal zu meiner Crew und wir lassen uns mal schön ergehen bis zum Morgen. So, ich befinde mich hier an der ersten Verteidigungslinie, an dem westlichen Teil der Festung. Schaut mal, wie steil es hier ist. Also hier war die erste Verteidigungsstellung. Und man sieht dort hinten Richtung Slowenien, die Aussicht ist ausgezeichnet. Unglaublich, wie schön es hier ist. Und wenn ich mich jetzt so drehe, dann habe ich hinter mir noch einen Erdwall. Hinter mir war dann die zweite Verteidigungslinie. Und ich muss jetzt aufpassen, nicht hier vom Baumstumpf zu fallen. Denn unten ist es ziemlich ungemütlich und es ist auch ziemlich tief. Es geht hier etwa 150 Meter in die Tiefe. Und am Sonntag waren wir hier Pilze suchen, mein Kumpel und ich, und da haben wir den Bürgermeister von Ludbreg getroffen. Da habe ich ihn gefragt, wieso macht ihr hier so eine super Festung kaputt mit dem Geld der EU? Es ist doch eine archäologische Lokalität und man kann hier super einen Tourismus eröffnen. Und da hat er sich gewundert, hat mich gefragt, woher weißt du das denn, wo kann ich das denn durchlesen? Und ich sage zu ihm, schau dir mal unsere Filme an, denn dazu sind wir ja da, damit wir euch was lernen und euch auf ein höheres Niveau bringen, geistig und auch intellektuell. Aber es ist jetzt ein Problem, es ist ein linker Politiker. Und wie soll ich einen linken Politiker etwas über deutsches Ahnenerbe erzählen, über Thule, über Vril oder über Mária Orsic? Das geht leider nicht. Und deshalb sind wir halt gezwungen und haben wir auch hier, das ist unsere Berufung, hier das hier zu reklamieren, damit das nicht in Vergessenheit gerät und auch nicht weiterhin zerstört wird. So, wir haben hier unser Lager aufgeschlagen. Hinten ist das Zelt vom Kollegen. Die Tochter steht drin. Er ist neben mir, hat Feuer gemacht. Hier haben wir ein Lagerfeuerchen, wo wir uns nachher wärmen können. Und werden uns irgendwas zubereiten nachher, was zum Essen. Ich habe einen Fehler gemacht, habe zu Hause meinen Tent vergessen, also mein Dach. Da haben wir improvisiert mit dieser Folie über mir. Habe hier hinten mein Bundeswehrbett. Und was noch gesagt werden sollte, vor der Dämmerung, man braucht vor Toten keine Angst zu haben. Angst braucht man nur zu haben vor Lebendigen, weil Lebendige sind gefährlich. Und was hier auch gefährlich sein könnte, ist die Tatsache, dass es hier vielleicht einen Brunnen geben könnte, noch von den Skythen oder von den Kelten, oder aber vielleicht eine Zisterne für Regenwasser von den Römern. Da könnte man reinfallen, könnte man sich schlimm die Beine brechen, aber ich hoffe, das passiert nicht. Ich hoffe, wir haben nicht so ein schlechtes Glück. Auch wenn es regnen sollte, oben ist das Dach. Und mal schauen, wie wir uns jetzt zurechtfinden und wie wir diese Nacht hier verbringen werden. Eben hat mein Kollege erwähnt, wie gut es doch ist und schön, wenn man auch bei schlechter Zeit im Wald ist. Wenn es regnet, wenn es blitzt und wenn er Rauch ins Gesicht bekommt,
Und nicht nur, wenn es sonnig ist und schön. Und wir sind hier, wo der Eingang war, in die Festung, der Haupteingang. Einer von vielen. Haben wir hier ein Lager aufgeschlagen, weil ich denke, hier haben sich mindestens zwei große Schlachten waren hier. Die erste, wo die Römer die Skythen, Kelten oder auch die hallstättische Kultur besiegt haben. Und die zweite Schlacht war, wo die Römer vertrieben wurden und besiegt. Also hier ist viel Blut geflossen, hier ist viel Geschichte geschrieben worden. Und ich sage immer, diese Leute sehen uns mehr, als wir sie sehen. Und zwar, man bedenke, hier waren skythische Schamanen, hier waren keltische Druiden und hier waren auch römische Wahrsager. Die haben gewahrsagt und die haben auch die ganze Armee beraten. Und ich bin mir sicher, die sind auch durch Zeit und durch Raum mit ihren Gedanken gereist. Und die würden eher uns sehen, als wir die sehen. Und man bedenke jetzt nur, wenn solche Leute dann ankommen, irgendwo in der Stadt hier unten, wo die ganzen Drogensüchtigen und Alkoholiker jetzt irgendwie Halloween feiern, mit Plastikmessern im Kopf und Beinen und aussehen wie lebendige Zombies, was würden die da denken? Die würden eher solche Leute verfluchen, als denen einen Segen geben. Und das ist auch der Sinn der Sache unserer Feinde, dass die uns unsere Geschichte wegnehmen, damit wir nicht wissen, was wir sind, wo wir sind, auch nicht unsere Wurzeln wiederfinden können und alles irgendwie falsch herum verdrehen, damit es nicht zur Geltung kommt, wie es kommen sollte. So, bevor es jetzt dunkel wird, machen wir mal unser Abendessen. Wir haben hier Jagdwurst, wir haben hier Pilze, also Riesenschirmlinge, und wir haben hier Zwiebeln drauf getan. Martha ist auch jetzt aus dem Zelt gekommen, wird auch hier mit uns übernachten, aber hier Schaschlik-Spieß ist ein bisschen kleiner. Riesenschirmlinge haben wir einige gefunden, es reicht aus für ein Abendessen. Hier ist noch einer übrig geblieben. Auf jeden Fall machen wir uns erstmal einen gemütlichen Abend und dann machen wir nachher vielleicht eine Nachtwanderung durch das ganze Gelände. Vielleicht treffen wir irgendwo auch auf römische Soldaten oder skythische Kämpfer. So, wir machen uns jetzt unser Abendessen hier und bereiten uns vor, nachher vielleicht auf eine Nachtwanderung. Übrigens habe ich die erste Übernachtung zu Allerheiligen habe ich vor 15 Jahren organisiert. Das war auf dem Teufelsstuhl oben bei Ivanec. Und der Kerl, der mich hochgebracht hat, der ist weggelaufen, habe ich alleine dagelassen. Dort ist irgendwie so eine Kultstätte der Kelten, wo Menschen oft Opfer dargebracht wurden. Und dort soll ein Pfarrer nachher eine Kapelle gebaut haben. Der soll dann den Teufel verfallen sein und die Einwohner haben ihn nachher mit seinen Hunden dort umgebracht. Ich war oben, habe auch irgendwie Schritte gehört, irgendwie so schweren Atem. Ich habe auch so Fotos geschossen, wo man so ein Rauchwesen sieht. Auf jeden Fall, der Kerl, der mich hochgebracht hat, der hat den ganzen Tag, die ganze Nacht rumgesoffen, unten auf dem Weinberg, und hat mich erst morgens, kam er zu mir, weil er Angst hatte. Ich bin nach Hause, bin ins Bett und im Bett fing es plötzlich an zu wackeln. Da habe ich mir gedacht, okay, ich ignoriere das, sonst tue ich noch durchdrehen. Und das gleiche ist auch dem anderen widerfahren, der mit mir war. Und der ist dann in der Klapse gelandet. Der wurde dann abgeholt und war einige Monate lang in der Psychiatrie. Ich weiß nicht, was jetzt los ist mit dem Bild. Auf jeden Fall ist wohl der Rauch. Oder sind die Geister, die uns hier in Schabernack treiben. Und dann vor etwa 20 Jahren, da bin ich auf dem Keltengrab. Das ist jetzt das Grab bei Jaljabet, war ich alleine oben. Und so gegen 6 Uhr, da war es schon dunkel, habe ich irgendwas vor mir gespürt, also eher gerochen, als wäre ein Wesen vor mir. Vielleicht war es ein skythischer Schamane, sein Geist vielleicht, der dann durch die Zeit gereist ist, um zu sehen, was auf dem Grab seines Gebietes alles passieren wird. Aber ich habe mich gut gefühlt und es war ein richtig angenehmes Abenteuer und auch ein Gefühl und eine Erfahrung, die einen noch weiterbringt. Mal schauen, was uns heute noch alles begegnet tut.
Auf jeden Fall sollte man das auch versuchen und es auch erleben, denn vom Hören sagen ist es dann etwas ganz anderes. So, es ist dunkel und was ich euch sagen wollte, wir sind auf einer anderen Vibration als zum Beispiel die Geister. Wir sind auf einer anderen Frequenz der Vibration des Hologramms. Und wie wir zum Beispiel verschiedene Radiosender haben, also UKW, Mittelwelle, Langwelle, haben wir dort jede Menge Kanäle, die wir dann irgendwie anpeilen können. Und wir hören nur den Kanal, den wir angepeilt haben. So ist es auch jetzt zum Beispiel der Fall, dass wir zu viele Kanäle haben im Äther, also im elektromagnetischen Feld. Wir haben die Radiofrequenzen, wir haben Fernsehsignale, wir haben Internet und wir haben auch Handysender. Und deshalb können schwerer die Signale aus der Anderswelt, also von der Totenwelt, zu uns kommen. Und es gibt viel weniger solche Fälle als früher. Also vor 100 Jahren war es fast jeden Tag, es war täglich, dass irgendwas passiert ist, was Übersinnliches, weil es damals nicht so viele Störsender gab und auch nicht die moderne Technologie wie zum Beispiel jetzt. Und ich denke, die moderne Technologie ist deshalb auch geschaffen worden, damit wir halt nicht unsere Wurzeln finden können und auch nicht wieder Kontakt haben zu den Seelen unserer Ahnen. So, wir essen gerade. Martha ist auch da, die hat auch keine Angst. Hier blitzt es und donnert. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch einen Blitz hören werdet, wenn ich jetzt filme. Aber auf jeden Fall hat man nie vorher ziemlich nah gehört. Wir haben noch etwas Pilze und tun jetzt auch grillen. Es ist 5 Uhr, also schon zappenduster. Jetzt, wo das Feuer schön brennt, muss ich mich bei Sven Mujic bedanken. Er hat mir vorgestern seine Stiefel geschenkt. Die sieht man hier nicht so gut. Die waren ihm dann zu klein geraten. Und Sven Mujic ist eigentlich ein ausgezeichneter Ledermeister. Dank mir, weil ich mal ein Kameradenschwein war. Und dann hat er erst mitbekommen, was er für ein super Talent ist. Er macht ausgezeichnete Gürtel, Taschen, eigentlich alles Mögliche aus Ledern. Ich werde unten mal verlinken und auch das Video, wie er dazu geworden ist. Es ist jetzt so gegen 1 Uhr, also normal wie früher 12 Uhr. Die restlichen Leute schlafen, der Regen hat aufgehört und es ist so eine Totenstille. Man hört eigentlich gar nichts. Kein Tier, nichts, nichts, nichts. Und es ist jetzt Vollmond. Da kann man ein bisschen rumwandern, alleine nachdenken und meditieren. Und man braucht überhaupt keine Taschenlampe. Apropos Strom, meine Batterie leer, ihr geht gleich aus und ich muss jetzt Schluss machen. So, nun bin ich wieder zu Hause, habe mich rasiert, der Bart hat zu sehr gejuckt und ich sehe nicht mehr aus wie Bud Spencer in seinen Westernfilmen. Wie gesagt, es hat uns Spaß gemacht auf dem Berg und wir haben auch was dazugelernt. Und zwar, dass uns so eine Jurte, wo ich jetzt hier bin, gefehlt hat. Ich habe eine Jurte von 5 Meter Durchmesser gebaut aus Haselnussstäben. Und ich denke mir, ich werde den nächsten Film darüber drehen, wie man sich so eine Jurte selber baut. Weil die hat uns genau gefehlt, gestern, wo es geregnet hat. Und die finden mindestens 10 Leute drin Platz. Und was wir noch aus der ganzen Sache gelernt haben, dass einfach die Leute, die nicht ansässig sind, die nicht irgendwie schon vorher da waren, dass die keinen Bezug haben zu unserer Heimat, wie auch der Bürgermeister von Ludbreg. Der ist auch nicht unser Blut, der war auch Flüchtling in den 90er Jahren und 2015 hat er Lunchpakete und Essen an die Migranten verteilt. Und dann sieht man ganz genau, dass sich die Geschichte wiederholt, denn Iovia, die römische Stadt Iovia, die früher dort war, wo jetzt Ludbreg ist, die wurde auch so zerstört. Also die
Römer wurden zu dekadent, die haben zu viele Fremde reingelassen in die Armee und auch so. Und die haben dann keinen Bezug mehr gehabt zur Heimat und haben dann feindliche Soldaten reingelassen in die Stadt und so wurde die dann zerstört. Und das ist dann jetzt ein Beweis, dass jede Zivilisation auf dem Höhepunkt, dass die kaputt gemacht wird durch Fremde, die nicht gleichen Blutes sind wie die Ansässigen dort, die Alteingesessenen. Und der ganze Wohlstand zieht dann Parasiten an, die sich dann irgendwie in die ganze Position reinfressen, irgendwie festsetzen. Und das zerstört dann die Wehrkraft des ganzen Systems. Demnach ist Pazifismus und wer zu sehr pazifistisch ist und zu tolerant, der zerstört einfach seine Heimat und sein Volk. Genauso wie hier das alles zerstört wurde damals vor etwa 1700 Jahren, also die Stadt Jovia und auch die Burg. Und das nächste Mal werde ich wohl einen Film drehen, wie man sich so eine Jurte selber baut. Denn es gibt Prophetien über Deutschland, nachdem nach dem Dritten Weltkrieg Deutsche auch in Jurten leben werden und einfach in einem Flachland ein anderes Klima herrschen wird, wo dann die Jurte die beste Behausung sein wird. Also ich denke mal, das sehen wir nächstes Wochenende in 3 Tagen. Und bis dahin, gehabt euch wohl.